Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu TV Berlin aktuell. Bald ist es wieder soweit, dann zieht beim Christopher Streeter ein bunter Haufen von Schwulen, Lesben und Transgendern durch die Hauptstadt. Doch im Vorfeld gibt es nun Ärger. Die Organisatoren fühlen sich vom Bezirk Mitte ungerecht behandelt, um nicht zu sagen abgezockt. Es geht um die Kosten, die die Veranstalter für die Benutzung der Straße des 17. Juni zahlen müssen. Ildiko Bogner hat die Einzelheiten. Den CSD kennt man sonst eher von seiner schrillen Seite, doch der Verein kann auch anders. Denn die Veranstalter äußern schwere Vorwürfe gegen Politiker sowie das Bezirksamt Mitte. So sollen dem CSD in den letzten beiden Jahren rund 8.500 Euro Gesamtgebühren zu viel verrechnet worden sein. Hingegen hätten andere Veranstalter weniger als vorgeschrieben zahlen müssen. Der Fanmeile beispielsweise seien sage und schreibe 250.000 Euro zu wenig in Rechnung gestellt worden. Neben dem Gebührenskandal prangert der CSD auch gravierende Umweltvergehen an. So hätten manche Veranstalter das Abwasser direkt in den Boden des Tiergartens oder in Gullis entlang der Straße des 17. Juni hineingeleitet. Der beliebige Gully ist deswegen ein Problem, weil die gesamte Straße des 17. Juni, und das ist wahrscheinlich für Sie neu, nicht an das Kanalnetz angeschlossen ist. Alle Gullis am 17. Juni sind sogenannte Regenauffangrinnen und keine Kanäle. Und Regenauffangrinnen gehen ungefiltert in die Spree. Die Organisatoren des CSD nennen auch Namen. So gerät allen voran Bezirksstadtrat Carsten Spallig ins Kreuzfeuer der Kritik. Zur angeblichen Fehlberechnung bei der Fanmeile äußert sich Spallig schriftlich wie folgt. Die Begehungsflächen werden nur in Rechnung gestellt bei besonderen Großveranstaltungen und bei tatsächlicher Absperrung des Geländes mit Eintrittserhebung und Zugangsbeschränkungen. Das sei bei der Fanmeile nicht der Fall. Aus diesem Grund würden auch weniger Kosten entstehen. CDU-Abgeordneter Stefan Evers versichert ebenfalls, dass man sich bei der Rechnungsstellung an die Gebührenordnung gehalten habe. Tatsache ist aber, dass hinsichtlich der erhobenen Sondernutzungsgebühren Widerspruchsverfahren laufen. Die werden jetzt von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung abgearbeitet. Das ist absolut nichts Ungewöhnliches. Es kommt im Gegenteil sehr, sehr häufig vor, dass gegen Sondernutzungsgebührenbescheide auch Widerspruch eingelegt wird. Und dann warten wir mal den Ausgang dieses Verfahrens ab. Bei all dem Trubel sind die Veranstalter des CSD dennoch optimistisch, dass die Veranstaltung am 21. Juni stattfinden wird. Nur die Frage nach dem Abschlussort muss noch geklärt werden. Ob die Diskussion diesbezüglich mit dem Bezirk Mitte nun einfacher wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Und wir machen hier jetzt erst einmal weiter mit den Meldungen im Kurzüberblick. Gegen den Klimawandel, aber für die Liebe mit einem auf beiden Seiten mit Botschaften bemalten Auto ist ein Mann am Mittwoch gegen den Zaun des Bundeskanzleramts gefahren. Das Motiv sei unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Slogan auf der einen Seite war gegen den Klimawandel gerichtet, auf der anderen Seite war das Auto mit einer Liebeserklärung bemalt. Verletzt wurde niemand, das Auto sei sehr langsam gefahren, so die Polizei weiter. Der 48 Jahre alte Fahrer des Autos wurde aber vorübergehend festgenommen. Weitere Kurzmeldungen haben wir jetzt noch im Filmüberblick für Sie. Die rot-schwarze Koalition hat einen eigenen Gesetzentwurf für den Volksentscheid zum Tempelhofer Feld vorgelegt. Sie schreibt darin den Erhalt einer 230 Hektar großen Freifläche fest, ermöglicht an den Rändern des Parks aber eine behutsame Entwicklung für Wohnen, Wirtschaft sowie Erholung, Freizeit und Sport. Die Bebauung wird nicht weiter konkretisiert. Auch die zwischen SPD und CDU umstrittene Landesbibliothek kommt in dem Entwurf nicht vor. Das Gesetz soll beim Volksentscheid am 25. Mai zur Abstimmung gestellt werden. Die Alternative ist der Entwurf der Initiative 100% Tempelhofer Feld, die jegliche Veränderung ablehnt. Berliner Straßen mit vielen Geschäften und Kneipen werden seit Anfang des Jahres häufiger gereinigt. Der Kampf gegen den Müll ist damit in der Hauptstadt aber noch nicht gewonnen. Zusätzlich seien Appelle und Kampagnen für ein besseres Umweltbewusstsein der Berliner nötig, schreibt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in einer Antwort auf eine SPD-Anfrage. Auch eine bessere Abstimmung zwischen den Bezirken und der Berliner Stadtreinigung wird gefordert. Zusätzliche Papierkörbe müssten aber nicht aufgestellt werden, meint die BSR, obwohl in anderen europäischen Großstädten deutlich mehr vorhanden sind.
Die Aktion Bring Alt macht glücklich. Der Wilmersdorfer Arkaden endete sehr erfolgreich. Die Berliner waren 2 Wochen lang aufgerufen, Kleidungsstücke in dem Shoppingcenter abzugeben. Insgesamt kamen so 107 Kartons zusammen, die am Mittwoch der Berliner Stadtmission übergeben wurden. Zugute kommen die Kleidungsstücke bedürftigen Obdachlosen oder sie werden in Secondhand-Läden der Stadtmission verkauft. Die Erlöse gehen dann an die Suppenküche. Wir haben Hertha, Alba oder die Füchse. Berlin mischt beim Spitzensport ganz oben mit. Wie ist es aber um den Breitensport in unserer Stadt bestellt? Das große Geld ist hier nicht zu verdienen. Trotzdem wird ein umfangreiches Angebot von den Berlinern gern angenommen. Um eine vielfältige sportliche Betätigung zu ermöglichen, sind Sponsoren nötig. Der Drumbo Cup ist ein gutes Beispiel dafür, welches wir Ihnen gerne genauer vorstellen wollen. Nur ein paar Minuten dauert die erste Runde im Lichtenberger Bezirksausscheid. Adrian und Moritz kommen ordentlich ins Schwitzen. Doch ihr Einsatz hat sich gelohnt. Am Ende steht es 5:1 für die Friedrichsfelder Grundschule. Also von mir aus gesehen war es sehr gut. Wir haben gut zusammengespielt, schöne Tore gemacht, aber sehr gut. Also. Adrian und Moritz machen mit beim Drumbo Cup, Deutschlands größtem Hallenfußballturnier für Grundschüler. Rund 3600 Mädchen und Jungen aus 260 Schulen nehmen hier teil. Die Friedrichsfelder Grundschule war im letzten Jahr schon dabei. Wir hatten da auch eine ziemlich gute Mannschaft, halt, die dann auch hier den ersten Platz belegt haben in der Lichtenberger Endrunde. Und das war dann, davon haben wir noch den Pokal bei uns stehen. Mit rund 150.000 Euro wird der Drumbo Cup jährlich von der Commerzbank unterstützt, die die Tradition von der Dresdner Bank übernommen hat. Zum anderen ist es unser Ziel, einerseits natürlich die sportliche Förderung weiter voranzutreiben, den sportlichen Ehrgeiz bei den Kindern voranzutreiben und gewisse Werte auch den Kindern mit auf den Weg zu geben. Und Werte, die für unser Unternehmen auch wichtig sind, treffen auch für den Sport zu, speziell für den Fußball zu. Und das ist zum einen das Thema Fairness und das zum anderen aber auch das Thema Leistungsbereitschaft. Auch manches Talent kann hoffen, hier entdeckt zu werden. Einige Fußballprofis machten beim Drumbo Cup erste Schritte zur Karriere. Also ich sag mal so Namen wie Pierre Littbarski, den kennen wir, oder Thomas Hessler kennen wir. Das sind so die, die auch mal Weltmeister wurden für Deutschland. Aber auch die Boateng-Brüder, um ganz aktuelle Beispiele zu nennen, haben früher zu ihrer Schulzeit in der Grundschule bei diesem Drumbo Cup auch mal teilgenommen. Am 10. April findet das große Berlin-Finale des Drumbo Cups statt. Die Friedrichsfelder Grundschule ist leider ausgeschieden. Doch die Begeisterung für den Fußball bleibt. Für Adrian steht der Berufswunsch jetzt schon fest. Fußballprofi. Ja, wirklich? Fußballprofi, ja. Und wir kommen zum nächsten Thema. Die Bar Jeder Vernunft bringt La Cage Voll auf die Bühne. Das Stück hat Tradition in Berlin. Die Inszenierung am Theater des Westens mit dem legendären Helmut Baumann in der Hauptrolle sorgte Mitte der 80er Jahre immer wieder für volle Ränge. Solch einen Erfolg wünscht sich natürlich auch die Bar Jeder Vernunft. Und die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Meine Kollegin Ina Buchholz war jedenfalls von den Proben schon einmal begeistert. Fast 30 Jahre nach der hochumjubelten Inszenierung im Theater des Westens lassen die Herren Damen wieder bitten. Diesmal wird jedoch die kleine Bühne der Bar Jeder Vernunft in den angesagten Nachtclub von Saint-Tropez verwandelt, um den es sich in dem Musical dreht. In La Cage aux Folles wird eine große Liebesgeschichte auf die Probe gestellt. Der Ziehsohn der beiden Lebensgefährten Georges und Albin will heiraten. Seine Patchwork-Familienverhältnisse sollen den künftigen Schwiegereltern jedoch verheimlicht werden. Provozieren soll das Stück heute nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Wir haben immerhin einen schwulen Bürgermeister. Regisseur Bernd Mottl geht es vielmehr um Nächstenliebe und ums Altern. Bewusst hat er sich ältere Hauptdarsteller gesucht. Also in der schwulen Community ist das natürlich ein Tabuthema. Verlust der Attraktivität, Untreue, Festhalten an bürgerlichen Werten mehr und mehr, Angst vor der Zukunft, keine Nachfolger, niemand, keine Kinder, die sich kümmern. So, das sind natürlich schon, und das kommt erst, das geht ja eigentlich erst los. Wir haben ja da gar keine Vorbilder. In den Hauptrollen brillieren Peter Rühring und Hannes Fischer. Letzterer als Drag Queen Sasa, was nicht nur optisch eine Herausforderung für den Schauspieler war.
Ich muss mir also diese ganze Attitüde der Frau, jetzt insbesondere natürlich so einer, ja, sagen wir ruhig, abgetagelten Nachtschönheit, ja, das musste ich mir erst mal draufarbeiten. Politisch brisant wird das Musical durch die aktuellen Ereignisse demonstrierter Schwulenfeindlichkeit in Frankreich, Sotschi oder Uganda. Ich habe morgen gerade gelesen, wo der Präsident oder was immer dieser Herr ist, ein Gesetz unterzeichnet hat, dass also Homosexualität mit lebenslänglich bestraft wird. Und insofern hat das natürlich schon im Moment auch, wie wahrscheinlich immer, eine politische Dimension. Gar keine Frage. Verpackt ist das Ganze jedoch in viel Witz und Charme, Glitzer und Glamour. Dazu gibt's mitreißende Musik. La Cage aux Folles, ein Erlebnis für alle Sinne und nicht nur für Schwule. Und damit kommen wir zum Wetter. Am kommenden Samstag beginnt der meteorologische Frühling. Die Kurzbilanz für den vergangenen Winter könnte lauten: Wir in Berlin sind gut bei weggekommen. Wenig Schnee, selten Glatteis. Wir können uns eigentlich nicht beklagen. Und jetzt liegt also die für viele schönste Jahreszeit vor uns, der Frühling. Hier folgen gleich die genauen Aussichten. Bleiben Sie also dran. In der Nacht wird es heiter bis wolkig sein, doch Regenschauer bleiben aus. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südwest, das Ganze bei Tiefstwerten von 2 Grad. Der Donnerstag präsentiert sich meist wolkig, doch gerade am Nachmittag können wir mit sonnigen Abschnitten rechnen. Niederschlag gibt es nicht und das Quecksilber steigt wieder auf milde 12 Grad. Die Aussichten für die kommenden Tage: Es bleibt leider meist bewölkt, doch ab und zu lässt sich dann doch mal die Sonne blicken. Alles in allem bleibt es trocken und die Tageshöchstwerte bewegen sich weiterhin bei milden 11 bis 12 Grad. Und das war es dann auch aus der TV Berlin Nachrichtenredaktion. Weitere Informationen aus unserer Stadt finden Sie auch unter www.tvb.de oder Sie klicken einfach mal auf unseren YouTube-Channel. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen wie immer jetzt von dieser Stelle aus noch viel Spaß hier bei uns im folgenden TV Berlin-Programm.